Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Dauntless-Video, meine lieben Freunde. Bevor es mit dem Video losgeht, erstmal noch ganz kurz zur Erinnerung. Jetzt gerade findet auf www.twitch.tv/gtimetv ein großer 12-Stunden-Livestream statt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Wir werden ordentlich Dauntless daddeln bis zum geht nicht mehr. Deswegen, wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Und wenn ihr mich in Zukunft weiterhin unterstützen möchtet und das ohne, dass ihr irgendwie was investieren müsst selbst, also an Geld oder so, dann könnt ihr natürlich weiterhin meinen Creator-Code benutzen. Denn wenn ihr euch irgendwas im Shop mal bei Dauntless kaufen solltet, unterstützt ihr mich damit ein wenig. Der Creator-Code ist GamersTime, steht auch unten am Facecam-Rahmen. Damit könnt ihr mich weiterhin unterstützen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Video, denn es gibt richtig, richtig große Neuigkeiten, liebe Freunde. Gestern Abend war es soweit. Es wurde auf dem Play Dauntless YouTube-Kanal ein kleiner Teaser von 15 Sekunden veröffentlicht, der so ein bisschen schon mal gezeigt hat, was uns mit dem riesengroßen Update in Zukunft erwarten wird, ja? Und ihr seht auch schon hier es vor mir, das ist anscheinend die Insel, um die es auch größtenteils gehen wird. Denn es soll ja eine Art Ranked-Modus reinkommen und ich gehe jetzt mal davon aus, es muss nicht so sein, es kann aber so sein. Ich gehe davon aus, dass diese Insel quasi die Insel sein wird, wo sich der Ranked-Modus abspielen wird, also quasi die Arena, wo wir gegen die Behemoths kämpfen. Und man sieht jetzt schon so, da sind so ein bisschen Ketten eingearbeitet. Dann haben wir hier oben links an der Ecke, haben wir auf jeden Fall, ich benutze jetzt einfach mal den Mauszeiger, hier haben wir auf jeden Fall irgendwie so eine Art Plateau oder so. Ich denke mal, da wird man starten. Und wir können jetzt auch einmal ein bisschen rüber switchen, dann sehen wir das hier auch nochmal so von ein bisschen näher. Jetzt ist gerade hier meine Facecam drüber. Ich packe euch aber den Link zum Teaser auch in die Videobeschreibung, der wird auch nochmal am Ende des Videos gezeigt. Aber man sieht im Hintergrund von dieser Insel hier hinten, dass da Ramsgate ist. So sieht die Insel dann auch nochmal von vorne aus. Hier hinten sieht man dann auch diese riesige Insel, die man auch, wenn man bei Ramsgate immer ist, gesehen hat. Und ich habe keine Ahnung, Leute, hier geht es auf jeden Fall in eine Höhle rein, wo anscheinend sehr viel Wasser drin ist. Vielleicht, keine Ahnung, ist das schon mal eine Andeutung, dass irgendwie sowas wie Wasserbehemoths uns bald erwarten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich interessant aus. Was ich auch ziemlich geil finde, sind diese Knochen, die hier sind. Also generell ist die Insel sehr geil gestaltet, auch hier mit Palmen und so. Das ist komplett neu auf jeden Fall im Spiel. Hat man auch so noch nicht gesehen in der Form. Können auch nochmal ein Stück weitergehen. Da haben wir nämlich jetzt hier auch nochmal so eine Höhle mit so einem Lichtspalt dazwischen. Und hier hängen auch noch so Schlingenpflanzen und alles. Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich interessant aus. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die neue Insel. Dann haben wir eine Szene gehabt, in der kam ein Schiff angeflogen. Ja, ich habe es einmal jetzt hier aus etwas näherer und etwas weiterer Perspektive gescreenshottet. Ich habe zwei Theorien. Entweder das ist das Schiff, was uns in das Ranked Match immer bringen wird. Oder, und das hoffe ich eher, wir können in Zukunft unser Flugschiff stylisch anpassen. So ein bisschen wie in Sea of Thieves. Da kann man ja sein Schiff, mit dem man über die Meere schippert, auch stylisch anpassen. Ich fände es auf jeden Fall geil, wenn wir das Flugschiff in Zukunft anpassen könnten. So, das wäre definitiv eine krasse Sache. Könnte ich mir sogar ein bisschen vorstellen, dass das so ein bisschen die Belohnung ist, die man sich auch aus dem Ranked holen kann. Woran dann andere Leute sehen können, jo, der hat anscheinend schon viel Ranked gespielt, weil der die und die Sachen hat. Wäre auf jeden Fall interessant. Das scheint das Symbol zu sein, was sich auf diesem Plateau, was im ersten Bild hier von mir gezeigt wurde, befindet. Ja, dieses Symbol scheint hier oben auf diesem Plateau zu sein, denn das ist hier, man sieht das hier oben auch, da ist ein Wasserfall und hier sieht man auch, das ist genau gegenüber von einem Wasserfall, also das hier scheint dieses Plateau von oben fotografiert zu sein, also ihr seht das nochmal. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass das irgendwas mit dem Ranked-Modus zu tun hat, diese ganze Sache hier. Und dann haben wir hier im nächsten Screenshot einen Quillshot und da seht ihr im Hintergrund von der Winterhorn's Grave diesen Eistotem und das wurde ja auch schon angekündigt. Mit dem Ranked-Modus sollen ja modifizierte Behemoths kommen. Das ist wohl die erste Modifikation, die wir hier zu sehen bekommen haben. Einen Quillshot, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Deadeye-Quillshot sogar ist, weil vom Aussehen her ist es einer. Mit dem Frost-Totem von der Winterhorn's Grave ist auf jeden Fall eine ziemlich üble Kombo. Und ich habe auch schon in meinen Livestreams gesagt, da werden uns bestimmt ziemlich ekelhafte Sachen erwarten, wie zum Beispiel auch das hier. Einen Emberman mit den Blitztürmen von einem Schock-Janai-Saga. Das sieht auf jeden Fall auch schon mal ziemlich, ziemlich übel aus. Aber man sieht auch hier wieder im Hintergrund so ein bisschen, ja, so Steinwände mit Bäumen. Und dann hier ist dann der Emberman.
Und das Problem ist, beim Quillshot kann man das Ganze leider nicht so erkennen. Sonst würde ich nämlich sagen, das sieht so aus, als wenn die Kämpfe an derselben Stelle stattfinden. Was man aber so ein bisschen als Indikator nehmen kann, ist der Boden hier. Nämlich hier sind so ein paar Felsen auf dem Boden oder so Steine und die sind auch hier auf dem Boden. Also es könnte sein, dass es auf der Karte einen festen Spot gibt, wo die Behemoths immer sind, damit jeder die gleichen Chancen hat, was die Zeit angeht und die Spawns. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache, wenn das so sein sollte. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Dann haben wir hier im nächsten Screenshot die Schnecke, die uns ja demnächst erwarten wird. Also es soll ja der erste quasi Nicht-Behemoth-Gegner sein, der so ins Spiel kommt jetzt. Klar, es gibt natürlich von Boroys noch diese Minions, die er dazu holt. Aber diese Schnecken, die sollen sich ja auch so im Spiel überall an allen möglichen Stellen befinden. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich bin gespannt, was die Schnecke genau machen wird und wie sie sich fortbewegen wird und alles. Ich bin gespannt, Leute. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich muss auch sagen, als ich den Teaser gesehen habe, ich war unnormal krass gehypt. Da scheint auf jeden Fall was Großes auf uns zuzukommen. Und dann hat man in der letzten Sequenz diese Dame hier gesehen. Und ja, aus der Szene werde ich nicht so ganz schlüssig. Ich denke mal, das ist vielleicht sogar die Lady Luck, so wie sie aussieht, würde ich zumindest sagen. Weil sie auch sehr viel Gold trägt in der Hinsicht. Werden wir dann sehen. Das scheint auf jeden Fall auch irgendwas mit der Arena zu tun zu haben. Oder vielleicht ist es nicht die Lady Luck und die Dame, wo man sich für die Arena anmeldet oder sonst irgendwas. Ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich interessant. Bleibt nur abzuwarten. Ich denke mal, da werden wir jetzt in Kürze noch mehr zu sehen bekommen, was da so mit dem nächsten Update auf uns zukommt. Denn die neue Season startet ja, glaube ich, heute schon in 10 Tagen. Also da wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein ziemlich großes Update auf uns zukommen. Vor allen Dingen auch nochmal mit dem neuen Season Pass und alles drum und dran. Da werden wir richtig, richtig viel zu tun haben. Und ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr auch irgendwelche Theorien, Hinweise oder sonst irgendwas habt, das gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Denn jetzt seid ihr einfach dran. Schreibt mir mal euer Feedback in die Kommentare, lasst eine Bewertung da und vergesst auf jeden Fall nicht, jetzt gerade streame ich 12 Stunden auf www.twitch.tv/gtimetv. Wir haben alles Wichtige besprochen, was es zum Teaser zu besprechen gab. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr zu Dauntless verpassen wollt, haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Immer schön dran denken, Glocke an, Ehrenmann. Und dann wünsche ich euch jetzt zum Abschluss noch viel Spaß mit dem Teaser. Wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im Livestream. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss zusammen. Even before I spotted her in the sky, I felt her heartbeat in the tempest. Prepare. This island isn't like the others. How do you like your odds, Slayer?